Bitte schön, Herr Kollege Müller, Sie haben das Wort. Nee, das war die Anspielung auf die Präsidentin, glaube ich, die noch ein wenig. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Hessen bewegt, und das gilt auch für die Rechtspolitik im Jahr 2012 in Hessen und bundesweit, denn unter dem Vorsitz des hessischen Justizministers Jörg-Uwe Hahn hat die Justizministerkonferenz einige wesentliche Initiativen auf den Weg gebracht, die zum Ziel haben, die Rechtspflege auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten, meine Damen und Herren. Es wurden Diskussionen angestoßen und gemeinsam mit den Justizministern der anderen Länder, egal welcher politischer Couleur, das betone ich ausdrücklich, wurden wichtige Ergebnisse erzielt. Es gab einen eindeutigen Schwerpunkt mit dem Bereich E-Justice und der Bekämpfung der Kriminalität im Internet. Justizminister Hahn hat insbesondere mit den beiden Themen Datenhehlerei und Facebook-Fahndung zwei Punkte auf die Tagesordnung gesetzt, die zweifelsohne von erheblicher Bedeutung sind. Wir hatten das Thema Cybercrime auch diese Woche schon mehrfach hier im Landtag, und es ist eben nicht nur ein innenpolitisches Thema, sondern wenn es um das Thema Sicherheit geht, immer auch ein justizpolitisches Thema. Und meine Damen und Herren, wir haben mit dieser Schwerpunktsetzung die Akzeptanz und Anerkennung für das Bundesland Hessen im Bereich der Justiz und damit auch für den Rechtsstandort Hessen weiter verbessert und Maßstäbe gesetzt. Maßstäbe deswegen, weil Themen gesetzt und auch mit Lösungsvorschlägen versehen wurden, die von erheblicher Bedeutung für die Zukunft sind. Themen, die bislang noch wenig oder gar nicht im Fokus der Rechtspolitik standen. Und das zeichnet eben einen guten Vorsitz in der Justizministerkonferenz aus, dass man solche Themen dann auch setzt und auf den Tagesordnung bringt. Meine Damen und Herren, ich will auch auf einige weitere Themen über Datenhehlerei und Facebook-Fahndung hinaus deutlich machen, was im letzten Jahr alles eine Rolle gespielt hat. Und da ist zunächst das Thema gemeinsames europäisches Kaufrecht zu nennen. Das hört sich für viele erstmal nach einer juristischen Feinschmeckerei an, aber man sollte die gesamtgesellschaftliche Dimension eines solchen Vorhabens nicht unterschätzen. Gerade dieses Thema hat erhebliche Auswirkungen über die Justiz hinaus auf die gesamte Wirtschaft. Betroffen sind unter anderem auch Privatpersonen, eben alle, die bei ihren Geschäftstätigkeiten im Wesentlichen sich auf das Kaufrecht stützen. Herr Kollege, lassen Sie eine Zwischenfrage vom Kollegen Wagner zu. Bitte schön. Herr Kollege, wie erklären Sie sich denn, dass angesichts einer von Ihnen so als richtungsweisend beschriebenen Politik die ersten beiden Reihen Ihres Koalitionspartners nahezu völlig leer sind? Ich bin immer eine Sachfrage. Dass ich auf so eine Frage auch nur eingehe, dann irren Sie sich. Ich glaube, die Mittagspause ist vorverlegt worden und viele weitere Punkte. Da mache ich mir keine Sorgen, dass mein Koalitionspartner, unsere Koalitionsfreunde von der CDU hinter diesem Thema ganz genauso stehen, wie es die FDP tut. Meine Damen und Herren, der Justizminister hat im Rahmen seiner Funktion als Vorsitzender der Justizministerkonferenz eine breit angelegte Anhörung zu diesem Thema organisiert, die unter anderem auch von der Vizepräsidentin der Kommission, der zuständigen Kommissarin Reding, prominent besucht war. Und damit wurde auf dieses wichtige Thema eben auch öffentliche Aufmerksamkeit geleitet. Und die Anhörung hat auch interessante und wichtige Beiträge zu dieser gesamten Diskussion gebracht. Und nebenbei hat Justizminister Hahn auch die Gelegenheit genutzt, auf dieser Bühne die Bedenken, die Hessen an diesem gemeinsamen europäischen Kaufrecht hat und die damit verbundenen Schwierigkeiten deutlich zu machen. Ich erinnere weiter an den Besuch von Jewgenia Timoschenko aus der Ukraine, die Justizministerkonferenz besucht hat und über die Haftbedingungen ihrer Mutter berichtet hat. Gemeinsam mit Justizminister Hahn hat sie sich für eine europaweite Durchsetzung der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten eingesetzt. Dabei ging es insbesondere um faire Gerichtsverfahren und menschenwürdige Haftbedingungen, meine Damen und Herren. Und auch damit konnte wiederum deutschlandweite Aufmerksamkeit ausgelöst werden und zumindest ein Beitrag dazu geleistet werden, dass die Verhältnisse in der Ukraine zumindest offengelegt und nach hoffentlich auch verbessert werden, meine Damen und Herren. Weitere Themen waren unter anderem die Ausgestaltung der Sicherungsverwahrung. Das hat alle Länder in der Bundesrepublik sehr intensiv beschäftigt. Das Thema sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen und insbesondere auch der von Hessen in der letzten Woche eingebrachte Entwurf für ein E-Justice-Gesetz. Denn mit diesem Gesetz werden wir das Arbeitsumfeld in der Justiz für die nächsten Jahre, für die nächsten Jahrzehnte, für die Zukunft auf den Weg bringen und ausgestalten. Deswegen sollte man die Bedeutung des Themas E-Justice sicherlich nicht unterschätzen. Aber, meine Damen und Herren,
Die beiden wichtigsten und in der Öffentlichkeit am breitesten diskutierten Punkte waren eben die von Justizminister Hahn gesetzten Punkte, Themen Datenhehlerei und Facebook-Fahndung. Und es ist nach wie vor nicht einfach, rechtsstaatliche Regeln für alle Sachverhalte im Internet einzurichten und auch durchzusetzen. Das Recht hat die Lebenswirklichkeit, die mit einer zunehmenden Verlagerung von privaten und gesellschaftlichen Aktivitäten in die digitale Kommunikation verbunden sind, unstreitig noch nicht vollständig nachvollzogen. Aber eines ist klar, auch wenn es im Internet alles gibt, ist auch dort nicht alles umsonst. Der Datendiebstahl im Internet, der muss gestoppt werden, meine Damen und Herren. Und daher ist es Aufgabe, und deswegen ist es Aufgabe für die Politik, auch die Grundlage zu schaffen, damit Polizei und Justiz entsprechend arbeiten können und damit auch der Rechtsstaat seine Aufgabe erfüllen kann. Deswegen ist auch der Justizminister mit seiner Initiative zur Einführung eines Straftatbestandes zur Datenhehlerei bei vielen auf große Zustimmung und Unterstützung gestoßen. Entsprechend gab es dann einen Beschluss der Justizministerkonferenz, einen entsprechenden Straftatbestand einzuführen. Und es liegt inzwischen auch schon ein von Hessen erarbeiteter Gesetzentwurf hierzu vor, der intensiv beraten wird. Ziel ist es damit, die Strafbarkeitslücken beim gewerblichen Handel, zum Beispiel mit ausgespähten Daten, zu schließen. Meine Damen und Herren, es geht dabei um massenweise im Internet gestohlene Kreditkartendaten. Es geht um Zugangsdaten zu Online-Konten oder sozialen Netzwerken. Aber es geht eben auch um den Handel mit erschlichenen digitalen Identitäten. Mit diesem Straftatbestand der Datenhehlerei wollen wir der offenkundig organisierten Kriminalität in diesem Bereich entgegenwirken. Hehlerei mit greifbaren Objekten ist strafbar, aber nicht die Hehlerei mit Daten. Und das, meine Damen und Herren, das kann nicht sein, das wollen wir ändern und deswegen werden wir auch den Straftatbestand Datenhehlerei einführen. Dann komme ich noch zum spannenden Thema Facebook-Fahndung. Gleich eines vorweg, was mir als Liberaler sehr wichtig ist. Wir brauchen dafür möglichst schnell eine klare rechtsstaatliche Grundlage. Es gibt sie schon, aber sie muss noch verändert und angepasst werden, um auch die praktische Nutzbarkeit deutlich zu verbessern. Und wir brauchen die Sicherheit, dass insoweit der Datenschutz vollständig gewahrt bleibt und berücksichtigt wird. Aber, meine Damen und Herren, mit den Veränderungen der Gesellschaft hin zur digitalen Welt spielt sich eben auch das Leben vieler Menschen immer mehr im Netz und in der digitalen Kommunikation ab. Und auf diese Entwicklung müssen sich auch die Strafverfolgungsbehörden einstellen und dafür brauchen wir eben wirksame Grundlagen. Die Strafverfolgungsbehörden müssen künftig unter klaren Bedingungen auch die neuen Medien und die sozialen Netzwerke zur Erfüllung ihrer Aufgaben nutzen können. Diese Netzwerke können aufgrund ihrer spezifischen Möglichkeiten der Verbreitung von Informationen die Aufklärung von Straftaten erheblich beschleunigen und fördern. Und deswegen ist diese Initiative Hessens zur Einführung der Facebook-Fahndung so wichtig und auch zu begrüßen. Meine Damen und Herren, wir können es uns nicht leisten, das Potenzial sozialer Netzwerke länger liegen zu lassen. Wir brauchen auch diese Ansätze, wobei immer gewährleistet sein muss, das betone ich noch einmal, dass datenschutzrechtliche Regelungen strikt eingehalten werden. Und hier finden ja auch schon Gespräche und Kontakte zum Datenschutzbeauftragten statt. Meine Damen und Herren, Hessen ist so sicher wie nie. Das haben wir schon am Dienstag und das haben wir auch gestern hier gemeinsam festgestellt. Und die Justiz leistet hierzu einen wesentlichen und bedeutenden Beitrag. Die Arbeit der Justizministerkonferenz des letzten Jahres hat die Grundlage bereitet dafür, dass die Justiz diese wichtige Aufgabe auch künftig ausfüllen kann. Deswegen kann man selbstbewusst feststellen, dass Hessen im letzten Jahr mit dem Vorsitz in der Justizministerkonferenz die richtigen Schwerpunkte gesetzt hat. Justizminister Hahn hat mit der Suche nach neuen, modernen Wegen und Konzepten zur Verfolgung von Straftaten hierzu einen wesentlichen Beitrag geleistet. Dafür gilt es ihm Dank zu sagen, aber dieser Dank gilt sicher auch den vielen Mitarbeitern im hessischen Justizministerium, die mit immensem Einsatz den Erfolg des vergangenen Jahres mit ermöglicht haben. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Müller.